Der Schutz vor Brandrauch im Aufzug ist gesetzlich vorgeschrieben. Verlangt wird dazu eine Öffnung im Aufzugsschacht, die im Brandfall oder bei Rauchentwicklung den Rauch ins Freie ableiten und den Fahrschacht belüften kann. In der Regel befindet sich deshalb im Schachtkopf eine Permanentöffnung, die jedoch auch die Heizwärme des gesamten Gebäudes permanent ableitet. Dies wiederum stellt einen Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung dar und darf bei Neubauten nicht mehr zum Einsatz kommen. Um beide Bestimmungen zu erfüllen, werden automatische Entrauchungs- und Belüftungssysteme verwendet, die netzstromunabhängig funktionieren und im Normalfall die vorgeschriebene Öffnung verschlossen halten. Somit ist die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig und verhindert den permanenten Verlust von Wärmeenergie nach der Energieeinsparverordnung. Nur bei Brand- oder Rauchalarm öffnet das Entrauchungssystem den vorgeschriebenen Abzug und erfüllt die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz vor Brandrauch und toxischen Gasen. Das größte Potenzial effizienter und zuverlässiger Aufzugsschachtentrauchungssysteme liegt jedoch in der Nachrüstung bestehender Aufzugsanlagen mit Permanentöffnung. Bei einem durchschnittlichen Aufzugsschacht mit 19 Meter Höhe und 6 Haltepunkten beträgt das Sparpotenzial 1.000 Euro pro Jahr. Der Einsatz baumustergeprüfter Produkte und aufeinander abgestimmter Systemkomponenten vereinfacht den nachträglichen Einbau. Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung aus einer Hand.